Willkommen. In diesem Video lernen Sie, wie Hönigswald die Ziele und Inhalte von Lehren und Lernen beschreibt und wie damit der Konzentrationsbegriff in den Blick rückt. Um die Ziele und Inhalte von Hönigswald Didaktik zu beschreiben, rückt abermals der Begriff der Konzentration in den Mittelpunkt. Denn die Aufgabe des Lehrenden ist es, die Inhalte zu konzentrieren. Nachdem kein Wahrheitssystem für sich alleine stehen kann und auf andere Wahrheitssysteme bezogen ist, kann keines von vornherein ausgeschlossen werden. Zum Beispiel wird das wissenschaftliche Wahrheitssystem im Unterricht von einer Generation zur nächsten tradiert, also vom Lehrenden dem Lernenden konzentriert weitergegeben. Im Gegensatz dazu wird ein religiöses Wahrheitssystem durch Praktiken, also Rituale, weitergegeben. In der katholischen Religionslehre ist die Praktik zum Beispiel die Predigt. Wichtig ist es hier anzumerken, dass das wissenschaftliche Wahrheitssystem von der Konzentration im Unterricht auch unterschieden wird. Das heißt, dass keinesfalls der Unterricht das wissenschaftliche oder die Predigt das religiöse Wahrheitssystem erzeugt. Diese Unterscheidung trifft auch Gruschka, auch wenn seine erkenntnistheoretische Position eine ganz andere ist als Hönigswalds. Konzentration heißt nicht, dass ewige Wahrheiten überliefert werden. Das würde in dem Fall unmöglich sein, denn Geltungsbestände in der Tradierung verändert werden. Jedoch wird die Kontinuität der Wissenschaft in der Tradierung zum zentralen Ziel der Lehre und des Lernens bei Hönigswald. Diese Kontinuität bezeichnet Hönigswald als Konzentriertheit. Im Unterschied zur Konzentrierbarkeit, die die Fähigkeit der Subjekte, bei Hönigswald Monas genannt, beschreibt, die Konzentration zu vollziehen. Konzentrierbarkeit beschreibt also die Fähigkeit der Monas, einen Sachverhalt nachzuvollziehen. Zusammenfassend kann man sagen, dass bei Hönigswalds Ansatz drei wesentliche Momente in Bezug auf Ziele und Inhalte des Lehrens und Lernens in den Vordergrund treten. Die Verbindung zwischen Monas und der Gemeinschaft bezogen auf die Geltung. Die Ziele und Inhalte nach Hönigswald werden zwischen Lehrenden und Lernenden weitergegeben. Der Lehrende ist dafür verantwortlich, die Inhalte, also Sachverhalte, die Geltung beanspruchen, so zu konzentrieren, dass der Lernende diese Inhalte nachvollziehen kann. Das nennt Hönigswald Konzentrierbarkeit. Die pädagogischen Akte finden immer in pädagogischen Gemeinschaften statt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hönigswald die Ziele und Inhalte von Lehren und Lernen immer auf deren Geltung, also auf deren Bezogenheit auf Zeit, beschreibt. Die Inhalte von Lehren und Lernen werden in der pädagogischen Gemeinschaft von einer Generation zur nächsten, also in der Zeit, weitergegeben, das heißt tradiert. Das, was weitergegeben wird, ist immer bezogen auf die Zeit und muss von dem Lernenden, von dem Lehrenden, konzentriert werden, damit der Lernende den Sachverhalt nachvollziehen kann.